wieder gemacht. Sehr schön. Der andere Kindergarten, das müsste Pesta Lotzi sein. Und da rufen wir dreimal. Ich sage Kindi und ihr sagt Pesta Lotzi. Kindi! 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 Super! Mit dem schönen Wetter noch ein Steimel. He? Da ist es nach Hering geworden. Schön, dass ihr da sind. Super, Filmer, echt gut. So, jetzt kommt der Eiser an der Garde und dann hat der Herr Peter Wager bitte ans Mikrofon, bitte. Er darf seine Narrensumpf da sagen. So, meine Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, dass ich Ihnen die Narrenzunft Frommung kurz vorstellen darf. Vorne draus läuft unsere Junggarde und danach die große Garde und auf die Garde ein dreifach kräftiges Hupf, Hupf, Hupf. So, und danach kommen unsere Zeppelinbomber, unsere Musi. Auf Sie ein dreifach kräftiges Zepple! 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 So, nun in großer Anzahl unsere Brennnessel, der Brennnesselmann. Anzahl die Frommener Hexe. Aus ihr ist eigentlich die Narrenzunft entstanden. Das waren ein paar Kameraden, die das einmal gemacht haben, im Schmutzigen. Und dann wollten immer mehr mitmachen. Unsere Frauen wollten mitmachen. Und sie sind der Grundstein der Narrenzunft Frommung. Auf sie ein dreifach kräftiges Frommener! 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 Ja, und hinter Eisre Frommerner kommt natürlich gleich die Narrensumpf Rosswange mit ihrem Zunftmeister Volker Neujags. Und die hat ihre Figuren dabei, Feierteufel, Gneisli und Kratterhocker. Alles gut, ey, die sind nur verkleidet, die machen noch was. Und dann schreiben wir dreimal, dreimal. Ich schreibe Feuer und ihr schreibt Teufel. Feuer! 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 Und da hinten rein kommen noch die Gneisli und da heißt noch Gneisli Schieß. Schön, dass ihr da seid. Bei dem schönen Wetter in Frommung, gell? So, mit den anderen drei, sagen wir jetzt immer, ich sag Gneisli, ihr sagt Cheers. Gneisli! Gneisli! Ja, schwätze da auch mit. Also, jetzt werden wir es aber nochmal probieren, dass die auch eine Freude hat. Ich sage, Gneisli, ich sage Schieß. Gneisli! Gneisli! Gneisli!
sage ich Ratter und ihr sagt Poco. Aber ich will nur Heiner, wenn ich sage. Also, nachdem wir jetzt aber drei Fahrers, Krater! Wow, ihr seid ja super. So ein super Publikum, wie ihr seid. Richtig toll. So, und hinter den Kraterhocker, da kommen wir jetzt schon die Erdmände aus Sickingen. Mit ihrem Sumpfmeister Roland Löffler und Figuren, ich hoffe ja, sind schöne Abmengungen. Das da ist der Nachruf ein bisschen schwieriger. Ich sage Heida, Heida. Und ihr sagt noch Steckerhölzler. Heida, Heida! Heida, Heida! Heida, Heida! Ah ja, das funktioniert ja super mit euch. Schön, dass ihr da seid, gell? Freut mich. Auch hier heute mal das Jahr ein schöner Umzug in Frommer, gell? Mit dem schönen Wetter. Das haut auch in die Brahe. Hinter denen kommen gleich die Freunde aus Engschlatt, die Muschelweible, mit ihrer Zupfmeisterin Tamara Lachmund. Figuren sind Muschelweible, das seht ihr ja. Schön, das sind keine Hexen, das sind Muschelweible, gell? Und auch ihr Nachruf ist, ich sag Muschel, ihr sagt Weible. Muschel! Weible! Muschel! Weible! Muschel! Weible! Sehr schön. Und dann kommt der Zunft, die ist seit ihrer Gründung jedes Jahr bei uns, die Legati Noctis aus Biesinger mit ihrem Zunftmeister Mark Hausmann. Ihre Figuren sind ja schöne Teufeli. Ihr Nachruf, ich sage Legati, ihr sagt Noctis. Legati! 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 Sehr schön. Sind zwar halt bloß ein paar da, weil es sind auch einige Kreuzbeine. Da kommt die Narrenzunft Scheibengipfel aus Reutlingen mit ihrem Zunftmeister Michael Haarer. Gründung war 2008. Figuren, Hexe und Teufel. Und dann sage ich Scheibe, ihr sagt Gipfel. Scheibe! 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 Und da macht es jetzt eine schöne Figur, gell? Ja, wunderbar. Klatschen auch schön, gell? Ja, komm, ich komm mit. Super, dann machen wir jetzt gleich mal den Beifahrer. Scheibe! 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 Sehr schön. Das Video. Da sehen wir da hinten jetzt die neue Oberweiber aus Reutlingen mit ihrer Zunftmeisterin Petra Weinberger. Gründung war 2017, also ziemlich junge Zunft. Figuren sind die Oberweiber. Ihren Anruf, ich sag, wo hockt der Rock? Und ihr sagt, auf dem Weib. Wo hockt der Rock? Wo hockt der Rock? Auf dem Weib. Wo hockt der Rock? Auf dem Weib. Ja, das. Aber in Zukunft müssen wir ein bisschen besser mitmachen. Also das ist ein bisschen schwach für euch da, gell, okay, ihr Publikum. Dann kommt die
Narrensumpf aus Meichingen. Mit ihrem Sumpfmeister Michael Trockenmüller und Florian Merck. Figura haut sie einen Höllenschreck und einen Hexenschreck. Und Naro ruft, wie heißt das so schön? Wie ist die? Ihr sagt Dinger. Wie ist die? Dinger. Wie ist die? Dinger. Wie ist die? Dinger. Schön, dass ihr da seid. Jawohl! Ja, da dürfen wir ruhig aufdrehen. So, jetzt kommt die Mila Leidla Lüder-Nanzo unter Jensingen. Mit ihrem Zopfmeister Tobias Lett, Joachim Boller. Gründung 2011. Figuren haben sie Fährmänner und Müllerinnen. Und ihren Aufruf ist, ich sag immer hoch und ihr sagt über. Das ist ja auch. Dann singen wir ein Chor. Hol! Hol! Sehr gut. Schön, dass ihr da seid. Weiter. So, jetzt kommen unsere Schlossmarkhexe aus Föhringen mit ihrem Zunftmeister Tobias Uhrmann. Ihre Gründung war 2010. Figuren sind die Schlossmarkhexe. Die hat auch einen schönen Wagen dabei, das sind wir ja wieder. Weil die sind halt ein bisschen faul zum Laufen. Und da sage ich Schlossmark und ihr sagt Hexe. Schlossmark! 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 Schön, dass ihr da seid heute. Und guck mal, das sind ein paar wirste Hexen, oder? Wie ist das schön? Das ist eure Meinung. Also, machen wir gleich nochmal. Schlossmark! Schlossmark! Hexe! Schlossmark! Hexe! Luft. Ich glaube, die sind ein bisschen langsam dahinter, die Iber, ha? Die, wo jetzt kommen, dahinter, die Iber, das ist die Narrenzunft Zulge. Bei Schramberg, ihre Zunftmeister ist der Hans-Peter Marti. Figura, haut sie auch, ein Krattermacher. Schau, wie du vom Fett in den Becher.